Ciao Leute, ciao von Raunga. Nun, wie Sie wissen, ich bin ein automatisierter Trader. Ich arbeite mit Trading-Systemen und meine Systeme laufen immer allein. Ich muss die nur programmieren und dann stelle ich alles live und das geht. Wie ich hingekommen bin, kann Sie beim E-Book Erfolgreich traden, so geht's lesen. Dort gibt es ein bisschen von meiner Geschichte, das können Sie gratis runterladen bei der tradingweltmeister.de Webseite, wenn Sie Lust haben, das zu lesen. Es ist in jedem Fall interessant. Aber, was passiert also? Es passiert, dass ich oft gefragt werde, also, du bist automatisierter Trader, was nutzt du? Welche Software, wie bist du organisiert? Und eine wichtige Frage kommt immer, warum nutzt du nicht MetaTrader? Die Leute normalerweise denken an MetaTrader, wenn man über automatisierten Handel spricht, weil MetaTrader eigentlich sehr häufig benutzt wird bei mehreren Trader. Aber ich nutze MetaTrader nicht. Ich wollte nicht sagen, leider nicht, ich nutze es nicht. Warum und was nutze ich und warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Das will ich mal hier erklären. Und erster Punkt ist, was nutze ich? Und das ist die Software Multicharts. Und ich will also jetzt mal MetaTrader mit Multicharts vergleichen, damit man verstehen kann, was für MetaTrader eventuell gut ist und was nicht und was für Multicharts gut ist und was nicht. Es gibt natürlich auch wirklich mehrere andere Software. Ich habe auch in der Vergangenheit mit NinjaTrader gearbeitet, als Live-Handel. Gearbeitet bedeutet live gehandelt. Und ich habe entwickelt, nicht live gehandelt, mit Trade Navigator. Beide sind gut, beide haben Vorteile und Nachteile. Zuletzt kam meine Entscheidung zu Multicharts. Und warum bin ich dort gelandet? Da kommt sofort einer von den ersten Vorteilen von Multicharts. Da ich ein bisschen doof bin, brauche ich natürlich eine Plattform, die einfach ist zu programmieren, wo die Programmierungssprache nicht zu kompliziert ist. Und Multichart bietet genau diese Möglichkeit an. Die Programmierungssprache von Multichart heißt Power Language und das ist in der Praxis genau die Programmierungssprache von TradeStation, die Easy Language heißt. Und Easy, da kann man schon verstehen, dass es wirklich nicht zu kompliziert ist, das zu lernen. Und das ist ein großer Vorteil. Warum? Weil wenn ich eine Idee habe, wenn ich einen Test durchführen will, wenn ich etwas einfach analysieren will, da will ich das so schnell wie möglich erledigen. Weil ich neugierig bin, weil ich Stress habe, wenn ich warten muss und. Und dann, da ich kein Programmierer bin, bin ein Ingenieur, habe wohl ein bisschen Ahnung, aber ich bin kein Programmierer, habe es nicht studiert, dann muss ich natürlich einfach das Programmieren können, ohne zu viel Aufwand oder ohne jemanden zu suchen, der das für mich macht. Sonst braucht man zu viel Zeit. Und Zeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Also, Idee, Code, Test. Und dann geht's weiter. Und so muss es sein. Mit MetaTrader schaffe ich das leider nicht. Nachteil von MetaTrader ist genau, dass die Programmierungssprache aus meiner Sicht für jene, die nicht ausgebildet sind als Programmierer, ist die MQL-Sprache nicht einfach zu lernen. Die Konzepte, wie diese Sprache arbeitet, wie die Scripts aufgebaut müssen, das ist leider nicht so einfach zu verstehen und so flexibel wie Power Language oder Easy Language von Multicharts. Und das ist sehr wichtig und das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich zu entscheiden, was zu nutzen. Plattformen selbst, als Software, beide sind gut. Beide sind gut, Multicharts ist sicher gut, ich nutze das selbst, also ich traue mich, mein Geld damit zu handeln, aber, und das kommt nicht von mir, sondern von Leuten, die Ahnung haben in Software, Infrastruktur und so weiter, MetaTrader ist auch eine stabile und robuste Plattform. Also in dem Fall, die zwei liegen ungefähr am gleichen Stand. Ich würde sagen, beide sind gut. Oder mindestens gut genug, damit man sich trauen kann, dort Geld zu handeln. Aber wie gesagt, Programmierungssprache gibt ein Plus an Multicharts. Dann, warum dann immer noch Multicharts für mich? Weil ich auf
regulierte Märkte handeln will. Oder dort habe ich entschieden zu gehen. Das heißt, ich handle meistens auf Futures und nicht auf Forex. Wenn ich Währungen handeln will, dann nutze ich die Futures auf Currency, Currency Futures. Die sind natürlich nicht so viele wie die Währungen, die man auf Forex finden kann, aber die wichtigsten sind natürlich dabei Eurofix, British Pound, Japanese Yen, Australian Dollar, New Zealandese Dollar und so weiter. Die gibt es alle. Und regulierter Markt ist ein bisschen sicherer als diese Over-Counter Markets, die Forex oder CFDs nutzen. Und beim regulierten Markt bin ich also, stelle ich mein Geld auf eine sichere Stelle. Aber das ist nur meine Idee. Es gibt natürlich mehr zu sagen dazu. Ich will jetzt nicht sagen, pass auf, wenn du das Geld beim Forex handelst, dann ist das Geld in Gefahr. Nein, es ist in Gefahr, wenn man nicht richtig handelt oder wenn man Risiko nicht begrenzt. Aber generell kann man natürlich sich auch trauen, dort zu handeln. Aber in der Tat passierte es, dass ich über Futures und diese regulierten Märkte habe eine Möglichkeit, eine höhere Diversifikation zu schaffen. Was man nicht auf Forex einfach schaffen kann. Man kann wohl diversifizieren, es gibt viele, viele Währungen, aber es ist niemals eine saubere und komplette Diversifikation, die ich mit den Futures schaffen kann. Das kann man auch nicht auf Aktien. Aktien sind auch irgendwie korreliert. Wenn die Märkte steigen, dann steigen alle Aktien ungefähr. Wenn sie runterfallen, dann kommt alles runter. Bei den Commodities und generell bei den Futures hat man die Möglichkeit, wirklich eine gute Diversifikation zu finden, was man nicht finden kann auf Forex allein. Deswegen ist auch Multicharts für mich besser, weil mit Multicharts kann ich mich zu den regulierten Märkten verbinden und diese handeln, was ich nicht mit MetaTrader machen kann. Sie können sagen, ja, aber du kannst doch CFDs bearbeiten mit MetaTrader. Das stimmt, aber die Bedingungen für CFDs sind niemals so günstig wie die echten Märkte, die regulierten Märkte von CME oder Eurex und so weiter. Also in dem Fall klappt es auf Futures besser. MetaTrader geht nur zum Forex und CFDs. Aber CFDs existieren, Forex existiert. Und diese bieten auch Vorteile. Wenn man ein kleines Konto hat, weil man nicht zu viel an der Börse investieren will, dann bringen Forex und CFDs eine gute Möglichkeit zu handeln, nicht wegen Hebel und so weiter, sondern wegen der Möglichkeit, dass man ganz klein runterskalieren kann und ganz kleine Positionen öffnen kann, ohne zu viele Gebühren zu zahlen, was mit Aktien nicht passieren kann, weil die Gebühren dort fix sind. Und man kann klein handeln. Mit Futures kann man das leider nicht. Ein Eurofix Future ist ein Eurofix. Ich kann nicht ein halbes kaufen, okay? Ich kann nicht ein halbes Crude Oil kaufen. Ich könnte Mini-Crude handeln, aber okay, das ist eine andere Geschichte. Aber ich kann ein Lot, ein Mini-Lot, ein Micro-Lot auf Forex handeln. Also mit Konten, die, sagen wir, im Bereich von 5.000 Euro sind, dort bietet MetaTrader eine wesentlich bessere Möglichkeit an als Multicharts, weil man mit MetaTrader auf den richtigen Märkten handeln kann, jene Märkte, die die Runterskalierung anbieten, was mit den Futures nicht immer möglich ist. Mit Futures sich zu beschäftigen, würde ich empfehlen, mindestens 15.000 bis 20.000 Euro auf dem Konto zu haben. Natürlich mehr ist besser. Dann gibt es einige Futures, die handelbar sind, aber wenn man ein kleineres Konto hat, dann sind Futures nicht günstig oder wären zu handeln mit zu hohes Risiko. Hohes Risiko, weil die Stops breiter sein müssen und so weiter. Also in Prozent auf dem Konto wäre das Risiko zu hoch. In dem Fall Forex und CFDs sind die bessere Wahl und MetaTrader in dem Fall ist natürlich besser. Also MetaTrader ist besser, weil die Märkte, auf denen man handeln kann, billiger sind, obwohl man auch auf Forex mit Multicharts arbeiten kann und auch auf CFDs, bei Interactive Brokers kann man das tun. So, warum MetaTrader? Weil es gratis ist. Und das ist der größte Vorteil von MetaTrader. MetaTrader ist gratis. Multicharts leider nicht. Multicharts ist, und das ist ein Nachteil, ziemlich teuer. Es sind ungefähr $1.500
für die Lizenz, Lifetime, aber das ist teuer. Sowieso, wenn man mit 5.000 Euro arbeitet, dann ist das so ein 30% vom Konto. Ich meine, das kann zu viel werden. Und in dem Fall, wenn man am Anfang arbeitet, ist es vielleicht besser, sich mit etwas Billigeres zu beschäftigen, was in dem Fall MetaTrader wäre. Und auch die Daten, mit denen man handeln muss. Man braucht Live-Daten, Real-Time-Daten, sonst funktionieren die Strategien nicht. Diese Real-Time-Daten bekomme ich von IQFeed und dort zahle ich auch ungefähr 100 Euro am Monat, ungefähr, für die wichtigsten Märkte, CME und Eurex. Mit MetaTrader kriege ich die Daten gratis von meinem Broker. Nachteil, die sind gratis. Vorteil, die sind gratis. Nachteil, die hängen oft am Broker. Wenn mein Broker ein Market Maker ist, dann kriege ich die Daten vom Broker. Und diese sind nicht immer genauso gleich wie die anderen Daten von anderen Brokers oder von den Brokers, die da von den Banken kriegen. Also kleine Unterschiede natürlich, aber trotzdem können diese Unterschiede eine Rolle spielen, wenn meine Strategie sehr empfindlich ist. Also muss man aufpassen. Die sind wohl gratis, aber die Qualität ist nicht immer die beste in der Welt. Zweiter Nachteil bei MetaTrader, es ist gratis, Daten gratis, aber die Historie von den Daten ist ziemlich knapp. Man hat Monate, manchmal Jahre beim höheren Timeframe, aber das ist nicht genug, eine Strategie zu entwickeln. Bei Multicharts, wenn ich die Daten kaufe von IQFeed, kriege ich Daten zurück, Intraday-Daten zurück zu 2008 oder so. Das ist genug. Also mit MetaTrader schafft man das nicht immer gut. Dann sagst du, ja, aber du kannst die Daten doch importieren. Das stimmt. Die kann man von Lukascopy zum Beispiel runterladen, dann importieren und dort nutzen. Aber, wie schon gesagt, jene Daten werden nicht unbedingt genau so aussehen, wie die dann du von deinem Provider bekommst. Und bei einigen Strategien kann das ein Problem sein. Das sind Over-the-Counter-Märkte, die sind nicht reguliert, also die Daten müssen nicht unbedingt dieselbe sein von Lukascopy, so wie von IC Markets, von Qtrade, von bla bla bla. Das ist wieder ein kleines Problem manchmal oder ein großes Problem mit anderen empfindlicheren Strategien. Bei IQFeed kriege ich die Daten von den regulierten Märkten, beziehungsweise CME oder Eurex und so weiter. Und das sind die Daten. Also, wenn ich die irgendwo anders kaufe, von eSignal oder so, ich kriege dann dieselbe genaue Daten. Und da gibt es also keinen Zweifel. Oh ja, aber jetzt, das ist also nochmal wieder wichtig. Also geringe Historie. Es gibt einige Brokers, die auch längere Historien zur Verfügung stellen. Lukascopy erst, aber auch Alpari in Russland und so weiter. Aber das bringt dann ein zweites Thema auf den Tisch. Mit MetaTrader muss man natürlich auch den richtigen Broker wählen. Wo öffne ich mein Konto? Und mit MetaTrader gibt es so viele und es gibt oft das Problem, dass man nicht genau weiß, wohin zu gehen, wo man wirklich sicher ist, dass der Broker nicht am nächsten Tag verschwindet. Und da kann ich leider nicht zu viel sagen. Es gibt einige größere Broker, die sind normalerweise in Ordnung. Oder sonst, da wir in Deutschland sind, ich kann Qtrade empfehlen, weil dort arbeiten meine Freunde. Ich meine Freunde, die ich traue, ehrliche Leute, mit denen ich mich unterhalten habe. Und diese Leute sind mindestens ehrlich. Ob die besten Angebote anbieten, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht und vielleicht nicht. Aber mindestens weiß ich das. Wenn ich dort ein Konto öffne, dann ist mein Geld sicher. Dass die Leute das nicht glauben. Andere Probleme können passieren, aber die Leute, die bei Qtrade sind, die sind für mich in dem Moment mindestens traue Leute, ehrliche Leute, mit denen ich mich wohlfühlen würde. Broker ist also ein anderes Thema. Dann das letzte Problem von MetaTrader im Gegenteil zu Multicharts ist, dass das Time von den Bars, die Zeit von den Bars, am Server vom Broker liegt. Das heißt, eine Bar sagt zum Beispiel 10.05 Uhr, weil es in Zypern ist, aber ich sitze in Italien oder in Frankfurt oder irgendwo. Andere bieten das mit GMT, zum Beispiel Qtrade, wie gesagt, das ist London-Zeit. Und es gibt immer Unterschiede, mit denen man
manchmal nicht total sauber rauskommt. Das bringt auch irgendwie einige Grenze zu der Fantasie von der Strategieentwicklung. Wenn Sie mal in der Zukunft meine Methode studieren würden, dann werden Sie sehen, wie flexibel ich arbeiten muss und will auf den unterschiedlichen Daten und wie ich auf Custom Sessions arbeite, wie ich auf Exchange oder Local Time sehr beobachte, damit es alles sicher und sauber ist und wie ich die Öffnungszeiten von den Sessionen, Handelssessionen beobachte und so weiter. Alle diese Kleinigkeiten, die so wichtig sind, eine saubere und gute Strategie zu entwickeln, die kann man leider im MetaTrader nicht richtig berücksichtigen, weil dort es alles am Server hängt und das ist ein bisschen begrenzt. Auch ein blödes Beispiel, die Tagesbalken. Tagesbalken gibt es manchmal auf einige, die 5 Tagesbalken, auf andere gibt es auch eine kleine Sonntagbalke und die stört uns, wenn man irgendwie mit Chartmusters arbeitet. Das sind alle Kleinigkeiten, die aber dort eine Tatsache sind. Die ganze Kleinigkeiten kann man natürlich auch irgendwie rumprogrammieren, damit man das wieder richtig macht. Aber da muss man dann ein guter Programmierer sein. Das bin ich nicht. Da ich kein guter Programmierer bin, muss ich natürlich etwas nutzen, wo es einfacher ist, wo es einfacher wird. Also, die Vorteile von MetaTrader sind, dass es sehr billig ist und es bietet also für die kleinere Konto oder generell für jene Traders, die nicht zu viel ab sofort an der Börse investieren wollen, eine gute Einstiegsmöglichkeit generell. Aber natürlich, die Qualität von dem Produkt ist kleiner, nicht wegen der Software selbst, sondern wegen den Daten, die man dort kriegt und auch die Märkte, die man erreichen kann. Bei Multicharts ist professioneller, wenn man denkt, dass man an wichtigere Märkte arbeiten will. Es ist aber teuer, weil man die Lizenz zahlen muss und die Daten, mit denen man arbeiten will, muss man dort auch zahlen. Also die Extrakosten und die Märkte, die man dort erreichen kann, zeigen also, dass Multicharts mehr für Leute ist, die mit höheres Kapital arbeiten wollen. 15.000, 20.000 Euro. Aber 15.000, 20.000 Euro. Das war's, Leute. Ich habe natürlich für Multicharts entschieden, weil ich, wie gesagt, die Futures handeln will. Sagen Sie mir, was Sie nutzen. Ich bin neugierig. Ich vermute, dass die meisten MetaTrader nutzen wurden. Aber ich bin trotzdem neugierig, weil es immer interessant ist zu hören, wer das oder diejenige nutzt. Abonnieren Sie meinen Kanal, das ist immer wichtig, das wissen Sie sofort. Und wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, genaue Fragen, schreiben Sie da bitte runter, dann kann ich antworten. Ich habe hier nur einiges erzählt, es gibt sehr viel zu sagen, aber man kann natürlich fragen und Sie kriegen dann hoffentlich eine Antwort. Ciao von der Unger, bis nächstes Mal, ciao.